Ja, und deshalb sind für mich Omega-3-Fettsäuren einfach wirklich so mit das Wichtigste geworden, einfach, weil ich einfach allmählich realisiert habe, dass mein Körper fast stillsteht, ohne Omega-3-Fettsäuren und vor allen Dingen ohne ein gutes Verhältnis zu haben, ja. Und ich finde, das muss viel mehr in die Welt getragen werden, damit Menschen das wirklich verstehen. Ja, wir haben uns lange nicht gesehen. Herzlich willkommen zurück. Ich finde es wirklich schön, dass du auch beim diesem Mal wieder eingeschaltet hast. Heute das Thema Omega-3, mir liegt es wirklich sehr am Herzen. Die Aufklärungsarbeit bezüglich D3 und solche Sachen ist natürlich schon sehr weit fortgeschritten. Omega-3 sind wir da immer noch so ein bisschen auf, ja, in der Höhlenzeit, finde ich. Und zeig dir heute wirklich nur einen Bruchteil von dem, was Omega-Fettsäuren eigentlich bei dir im Körper machen. Und du wirst am Ende des Videos sagen, holy shit, das hätte ich nie im Leben gedacht. Bei mir ist es ein sehr, sehr großer Bestandteil, darauf zu achten. Wie ihr seht, also unsere Produkte, zum Beispiel die Müslis oder die Mahlzeitenersatzprodukte, haben mehr Omega-3 als Omega-6. Das gibt es fast eigentlich gar nicht. Es war uns wirklich so, mir war das so wichtig, dahingehend die Menschen schon gut zu versorgen. Viele Menschen haben sich von uns auch ein Algenöl gewünscht. Das ist jetzt auch verfügbar, ja, sogar mit Analysezertifikat. Wir haben sehr lange gewartet, bis wir so ein reines finden, wie wir hier gefunden haben. Wir haben meines Erachtens ein super Öl gefunden hier, ja, wirklich absolut tipptopp rein. Ist jetzt zu haben, aber ich möchte euch wirklich erstmal darüber aufklären, warum es so einen großen Teil bei mir im Leben hat, die Omega-Fettsäuren, ja. Also, welche Problematik als erstes werden wir durchgehen, ja, bei Menschen, welche Schwierigkeiten treten da auf, vor allen Dingen in den meisten Ernährungsformen, die Menschen so praktizieren. Und vor allen Dingen werden wir durchgehen, ich werde euch aufklären über, wie wichtig es ist in der Membran, bei der Nervenbildung, bei der Sehkraft, bei der Gehirnleistung, bei der Fluidität der roten Blutkörperchen. Also es wird wirklich sehr, sehr spannend heute. Wir starten jetzt erstmal mit Omega-3 und Omega-6 sehen wir hier. Ja? Das ist die Linolsäure und die Alpha-Linolensäure. So. Und die beiden nutzen ein Enzymkomplex, ja? Delta-6-Desaturase und Delta-5-Desaturase, ja? Das ist ein Enzymkomplex und diese teilen sich den. Man muss sich das so vorstellen. Man hat hier einen Star, irgendeinen. Stell dir einen vor, den du magst, von dem du gerne ein Autogramm hättest, ja? So. Dann, ich hoffe, niemand hat gerade an mich gedacht. Dann, warum nicht? Nein, also, ich bin einer von euch, ne? Deswegen. Von mir ist nicht nötig, Autogramme zu bekommen. Wichtig ist hier, die nutzen ein Komplex, ja? Und jetzt konkurrieren die. Das heißt, die wollen alle ein Autogramm. Omega-3 und Omega-6 wollen ein Autogramm. Wenn du viel mehr Omega-6 hast, dann stehen die alle darum herum und Omega-3 kommt immer schwieriger dran. Jetzt haben wir ein Problem. Denn aus den Omega-3s und aus dem Omega-6 müssen weitere Moleküle entstehen, die sehr, sehr wichtig sind für unsere Funktion im Körper. Denn DHA und EPA, das sind zwei Fettsäuren, die aus der normalen Omega-3-Fettsäure entstehen, sind essentiell für unseren Körper. Wir haben jetzt zwei Probleme. Als allererstes, die westliche Welt, sehen wir hier, hat ein circa Verhältnis von 17 zu 1. Das heißt, wir haben hier 17 mal mehr Leute rumstehen wie Omega-3. Das heißt, es bildet sich im Verhältnis auch 17 mal weniger Omega-3 als Omega-6. Das ist schon mal ein Problem. Und zweitens ist die Umwandlungsrate von Omega-3 zu DHA und EPA ohnehin sehr schlecht. Ja? Wir reden hier von DHA 0,5 bis 9% und bei EPA 8 bis 20% nur maximal Umwandlungsrate. Ja? So. Das heißt, dass ihr versteht, ja? Das ist ein Problem meines Erachtens, dass wir dort nicht suffizient genug bekommen würden. Natürlich kannst du auch mit weniger halt irgendwie kommen, aber ich bin halt ein Freund davon, also ich persönlich, dass ich versuche, meine Gesundheit zu optimieren, weil ich denke mir immer, man hat halt nur eine Gesundheit, ne? Und ich sage halt immer, der Gesunde hat 1000 Wünsche, der Kranke immer nur einen. Das merkt man dann, wenn man krank halt einfach ist. Von daher ist mir das persönlich einfach nur wichtig. Manches ist irgendwie ein gutes Motoröl wichtig, mir ist ein gutes Fischöl, Algenöl wichtig, ja? Eben nicht Fischöl, so. Also, jetzt haben wir das Problem Nummer 1, ja? Also aus Omega-3 wird dann DHA und EPA und aus Omega-6 wird Arachidonsäure, ja? So, und jetzt, unser Körper will immer 1 zu 1. Ich gebe dir mal ein paar Lebensmittelbeispiele, ja? Zum Beispiel Walnüsse haben 4 zu 1, ja? So, ist noch eine der guten Sachen. Die haben trotzdem viermal so viel Omega-6 wie Omega-3, ja? Erdnüsse 28 zu 1, Avocado 10 zu 1, Oliven 8 zu 1, Getreide 10 zu 1, selbst Buchweizen hat 6 zu 1, ja? Das Einzige, was du machen kannst, ist Grünzeug, ja? Oder halt Chiasamen und Leinsamen, um es irgendwie wieder nach vorne zu kriegen. Aber wie viel isst man von Chiasamen oder Leinsamen? Oder wie viel Grünzeug isst man tatsächlich? Von daher war es mir ist auch so wichtig, unsere Müsli und unsere Mahlzeitenersatzprodukte sind meines Erachtens somit die einzigen Produkte auf dem Markt überhaupt,
die mehr Omega-3 als Omega-6 haben. Das war mir damals schon so wichtig. Ja? Das haben wahrscheinlich manche Leute nicht auf dem Schirm, dass wir das wirklich in unseren Produkten schon drin haben. Ja? Aber mir war das damals schon richtig, weil die Leute, weiß ich, dass die zerschießen sich wirklich ihr Omega-3 als Omega-6-Verhältnis. Ich möchte euch das beweisen. Viele Menschen sagen so, ja, wenn ich mich vegan ernähre, das ist der Freifahrtschein. Nein, eben nicht. Ich möchte euch eine sehr, sehr schöne Studie zeigen. Und zwar, folgendes wurde hier getestet. Ein vegan lebender Mensch und ein omnivorer Mensch. Wir sehen, die haben ungefähr gleich viel Omega-3. Ja? Konsumiert auch der total Omega-3-Säure-Fettgehalt quasi, ist auch circa identisch, sehen wir hier. Wir sehen jetzt aber mal EPA und DHA, sehen wir, dass die beiden einfach mal, also der Omnivore, der alles isst, doppelt so viel EPA, das heißt die umgewandelten Omega-3-Fettsäuren und DHA, enthält in sich. Und das ist jetzt kein Zufall. Man hat weiter, auch in dieser Studie, warum ich die genommen habe, die roten Blutkörperchen untersucht, genau genommen die Membran. Und DHA ist so wichtig in den Membranen der roten Blutkörperchen, da komme ich gleich noch dazu. Wir sehen hier den schwarzen Balken, ja, dass der Omnivore deutlich mehr DHA auch in der Membran eingebaut hat von den roten Blutkörperchen. Ich möchte nicht sagen, das ist ein Problem der vegan lebenden Menschen. Ich möchte sagen, das ist ein Problem von allen Menschen halt, ja. Dass Omega-3 extrem wichtig ist und eine bestimmte Konzentration braucht, sehen wir hier, ja. Damit es auch wirklich damit genug da ist, damit man davon was einlagern kann in den Membran. Versteht ihr? Von daher kann man auch ein bisschen tiefer immer fahren, aber man wird auch weniger in den Membranen finden. Und wenn du weniger in den Membranen hast, sind die Membranen weniger beweglich. Dazu komme ich gleich. Und das ist ein extrem wichtiger Faktor. Ja? Jetzt werden wir mal ein bisschen genauer. So, gehen wir mal auf die Sehkraft. Ich meine, viele Menschen haben etwas Probleme vielleicht schon nachts beim Sehen, beim Autofahren oder wenn es abends wird oder allgemein immer Probleme nach und nach halt erhalten bezüglich ihrer Sehkraft. Die Netzhaut, ja, Retina heißt sie auch, dort gibt es bestimmte Photorezeptoren, ja, so, und die kennen wir noch vielleicht aus der Schule. Es gibt Stäbchen und Zäpfchen da drin. Zäpfchen sind wichtig, damit du Farben sehen kannst. Stäbchen, damit du hell und dunkel sehen kannst, ja? So. Das Gewebe um diese Stäbchen ist 70% besteht es aus DHA, ja? Aus der umgewandelten Omega-3-Fettsäure. Ja? Das müsst ihr mal verstehen. Und das ganz Wichtige ist das Protein Rhodopsin. Das hat ein bestimmtes Protein, Rhodopsin, und das Rhodopsin ist in einer Membran vom sogenannten Disk, das wird hier zu weit von, eingelagert. Und die Membranfähigkeit, sich zu bewegen, sage ich mal, zu modulieren, das Rhodopsin, ist abhängig, wie viel DHA da eingelagert ist. Wenn das vermehrt da ist, dann kann das Rhodopsin den sogenannten Sehreiz weitergeben, erstmal vernünftig. Und deshalb steht es auch da, selbst in den Health Claims, wichtig zur normalen Funktion, zur Aufrechterhaltung der Sehkraft. Und das ist der Mechanismus. Und das ist wirklich Wahnsinn. Man muss sich das so vorstellen, nicht nur die Membran beim Sehen, ja, also um die Stäbchen herum, ja, ist wichtig, sondern auch alle anderen Membranen. Das heißt, bei deinen Membranen, was passiert da? Das Andocken von Hormonen, ja, Immunantwort, Erreger, ja, allgemein Stofftransport, ja, das wird alles beeinflusst durch die Beschaffenheit deiner Membran. Und DHA sind Membranbestandteile. Das Wichtige ist auch nochmal, die roten Blutkörperchen, ja, erhöht die Fluidität, das heißt die Fließfähigkeit, ja. Das heißt, es hat auch indirekt einen Einfluss auf deinen Blutdruck und auf die Sauerstoffversorgung. Viele Menschen kennen oftmals schlafende Gliesmaßen ein. Jetzt kommt die Kombination. Verengte Blutgefäße durch noch steife Membranen. Da kommt ja dann gar nichts mehr durch, versteht ihr? So. Und das ist das große Problem, dann kommt es irgendwann zu Nekrosen oder zu Einschlafen, Erektionen und solche Sachen. Ihr kennt, das ist ein Rattenschwanz, ja. Gleichzeitig führt natürlich auch Arterienverkalkung in sogenannten Dingen auch, hat in gewissem Maße Einfluss auch auf das Cholesterin. Das Cholesterin hat nicht direkten Einfluss darauf, ja, da muss noch ein bisschen mehr passieren, da habe ich ebenfalls schon ein Video gemacht, ja. Aber das Schöne ist, dass ebenfalls dass Omega-3 auch die Cholesterine erstens senkt, von daher an die Wahrscheinlichkeit geringer macht, dass es zu Arterienverkalkung kommt und gleichzeitig die roten Blutkörperchen beweglicher macht. Eine absolute Win-Win-Situation, die, denke ich, viele noch nicht wussten. So, kommen wir nun zu den Blutfettwerten. Und zwar sehr entscheidend, DHA kann ebenfalls in die Zelle gelangen. Ja, das ist fettlöslich, kann die Membran natürlich einfach hindurchgehen. So, und dort trifft es dann auf einen sogenannten Transkriptionsfaktor. Nicht gleich abschalten, das ist kein
Schlimmes Wort. Transkriptionsfaktor sagt das. Folgendes Beispiel. Wenn die Menschen damals extrem viel Klopapier gekauft haben in einer bestimmten Krise, dann geht natürlich der Geschäftsführer hin und sagt, hey, jetzt aber hier mal Gas, wir brauchen mehr Klopapier, damit wir die Leute bedienen können. Und das machen Transkriptionsfaktoren bei dir in der DNA. Sie sagen, DNA, jetzt gib mal Kette hier, wir brauchen jetzt aber das und das und das. Und dann produziert die DNA bzw. andere Informationen an Proteine, die dann vermehrt gebildet werden. Bis zu 500 Mal mehr. Ja? So, das machen Transkriptionsfaktoren. Das heißt, DHA hat einen Einfluss auf einen ganz bestimmten Transkriptionsfaktor, PPAR, Peroxisom, Proliferator, aktivierender Rezeptor. Und was der macht, der geht in den Zellkern, dockt dann einen sogenannten Vitamin A-abhängigen Rezeptor noch an, das ist RXR, Retinoid-X-Rezeptor, und dann beeinflusst er die DNA und sagt, jetzt gib mal hier Kette. Und dann werden bestimmte Proteine gebildet. Und die Proteine haben jetzt durch die Omega-3-Fettsäure, DHA, folgende Eigenschaften. Sie werden vermehrt dafür sorgen, dass die Blutfettwerte aus dem Blut verschwinden und den Grundumsatz so gesehen in den Organen erhöht. Das heißt, es sinkt an Triglyceriden, es sinkt an LDL, es steigt an HDL, es erniedrigt den Cholesterin und es senkt Entzündungen. Und das ist eine ganz, ganz tolle Funktion, denn wenn das passiert, kommt das auch gleichzeitig, auch steht in den Health Claims drin, zur normalen Funktion des Herzens. Und warum ist das so? Wenn jetzt vermehrt das Fett Geweben zur Verfügung gestellt wird, weil es ja jetzt in dem Blut weniger zu finden ist. Es kann sich ja nicht einfach auflösen. Ja? Deswegen hat es auch einen Einfluss auf den Stoffwechsel. Was ich aber sagen möchte, ist das, die Herzfunktion. Ja, das, viele wissen es nicht, aber die Niere und das Herz benutzt hauptsächlich als Energiesubstrat kein Zucker. Wichtig, kein Zucker. Fett, die brauchen Fett, das ist ganz wichtig. Von daher diese absoluten Kohlenhydratmasten, wenn du nicht absoluter Leistungssportler bist und das sofort verbrennst, sind wirklich Gift für Leber, für Niere und Herz, ja. Die Leber übrigens sehr, sehr spannend, die braucht Aminosäuren als Hauptenergiequelle, wissen vielleicht auch die wenigsten, ja. So, aber das mal hier. Und wenn jetzt vermehrt Fett natürlich zur Verfügung gestellt wird des Herzens, dann hat das Herz natürlich das Substrat, was es haben möchte, ja. Von daher an, wenn du dem Herzen immer vermehrt Zucker gibst, dann wird das Herz das Fett, was es normalerweise hat, nicht mehr benutzen oder nur begrenzt. Es ist ungefähr wie der gleiche Enzymkomplex, den wir ja gerade hatten, ja, dann konkurrieren die beiden und dann verbleibt das Fett im Gewebe, das Gewebe verfettet sich, es wird pathologisch verändert, die Physiologie des Herzens, ja, das möchte man auf keinen Fall, ja. Also auch hier ganz klarer Einfluss darauf, ja, tolle Eigenschaften auf natürlich Energieversorgung deiner Organe und gleichzeitig Senkung der Blutfettwerte, ja, und bessere Abtransport von Cholesterin durch Erhöhung von HDL, ja. So, wo wir auch schon gerade bei den Membranen noch waren, nochmal ganz kurz anschließend, Gehirnleistung allgemein, Nervenzellen, auch da, der Großteil des Gehirns besteht ebenfalls auch aus Omega-Fettsäuren, das wissen vielleicht viele nicht, ja, von daher sehr, sehr wichtig auch bei der Entwicklung, aber auch bei der Weiterentwicklung des Menschen auch immer wichtig, ja, zur Erhaltung. Aber ich möchte sagen, dass selbst bei den Synapsen, ja, ein synaptischer Spalt kennt ihr vielleicht meine noch, da werden Reize weitergeleitet, durch Acetylcholin zum Beispiel, das Neurotransmitter wird der Reiz weitergeleitet. Selbst die haben Membranen und selbst Membranen da haben auch DHA. Und wenn diese da sind, ist die Fluidität besser der Membranen. Und wenn diese besser fluid sind, das heißt sich besser bewegen können, ja, dann können diese natürlich auch eine bessere neuronale Plastizität an den Tag legen. Das heißt, Lernvermögen, Veränderung von Synapsen, das ist ja das, woran man lernt. Ja, versteht ihr? Selbst da hat es einen Einfluss. Absolut Wahnsinn, meines Erachtens. So, kommen wir nun zum letzten Thematik. Ich möchte hier noch darauf eingehen. Viele Menschen sagen immer, dass es Entzündung senkt, das Omega-3, und der Mechanismus wurde aber noch von niemandem beschrieben. Deshalb möchte ich den für euch einmal hier so grob wie möglich einmal darstellen, weil er schon ziemlich komplex ist. Aber als allererstes muss man verstehen, es gibt einen wieder Transkriptionsfaktor. Wir haben gerade gelernt, hey, ein neues Wort, wir wissen, was es bedeutet. Es bedeutet quasi, der beeinflusst deine DNA, Dinge schneller oder mehr abzulesen, als sie normalerweise tun würde. Oder würde es hemmen. Ja, das ist ein Transkriptionsfaktor. Und zwar, der heißt NFKB. Und der befindet sich schon im Zellkern. Der ist schon da. Ja, der ist immer da und wenn Radau ist, dann ist er dabei. So. Der wird getriggert. Und zwar wodurch? Natürlich Radikale.
dann Schwermetalle, dann auch Strahlung, ja, Bakterien, Viren, ja, oder allgemein andere Zytokine, das heißt Botenstoffe von entzündungsfördernden Zellen, ja. Und wenn dieser aktiviert wird durch die ganzen, Anführungsstrichen, Umweltgifte oder Antigene, ja, dann passiert Folgendes. Er wird deiner DNA befehlen, das und das zu tun, dann werden Proteine so gesehen halt gebildet, so. Und dann werden weiterhin, ja, COX-2, das heißt Cyclooxygenase 2 wird gebildet, ja. Nicht gleich wieder abschalten, keine Sorge. Cyclooxygenase 2 ist ein ganz, ganz wichtiges Molekül, ja, also Enzym beziehungsweise, ja, Protein. Wird zu Prostaglandin und Prostaglandin, kennen wir vielleicht, also E2, sorgt dafür für Schwellungen des Arms zum Beispiel, für Rötungen sorgt es auch, ja, oder für Schmerzen, für Hypersensibilität, also es sensibilisiert deine Nerven so gesehen, oder auch Histaminfreisetzung wird vereinfacht. Das alles passiert dann. Und das wollen wir natürlich alle so nicht, ja. Von daher an, was wird passieren? Es wird Folgendes passieren. NFKB wird ebenfalls durch, guess what, es gibt einen Versuch. Also Makrophagen, das sind Fresszellen, das sind Immunzellen, ja, des angeborenen Immunsystems. Ja, antigenpräsentierende Zellen sind das auch. So, und die hat man untersucht und zwar hat man da geschaut, wenn man, also die COX-2-Konzentration, ja, und NFKB-Konzentration hat man quasi gemessen. Und hat dann geschaut, wenn man bestimmte Dinge den Zellen gegeben hat und wenn die viel ausgesetzt haben, also eine hohe Exposition von Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA, dann sehen wir, dass die Werte, wir haben ja gesehen, dass NFKB erstens da ist und dass daraus resultiert dann dieses Cyclooxygenase 2, was dann dementsprechend zu diesen Entzündungen führt. Ja? Diese beiden Sachen hat man gemessen, COX-2 und NFKB, den Transkriptionsfaktor. Und die waren beide am niedrigsten, sehen wir hier, ja, in diesen Schwellen, ja. Sehen wir auch unten nochmal, ja, am niedrigsten, wenn EPA und DHA gegeben worden ist. Die wichtigen Omega-3-Fettsäuren, ja, die aus der normalen Omega-3-Fettsäure Alpha-Linolen entstehen, EPA und DHA, da war es am niedrigsten, dass am wenigsten von diesen Symptomen quasi entstehen konnten, ja, von diesen Entzündungen. Da habt ihr wirklich den Mechanismus schwarz auf weiß, ja. Ich finde es wirklich einfach nur sagenhaft, ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie toll ich das finde. Vielleicht noch ein kurzes Beispiel. Es gibt auch viele Studien noch. Die Cochrane-Studie ist zum Beispiel eine ganz, ganz riesen Studie, die größte Studie dazu gemacht worden ist. Zeigt zwar, dass es Triglyceride senkt und dass es auch Risiken senkt und solche Sachen halt, ja. Aber die Ergebnisse sind halt nie so richtig überragend, weil meines Erachtens zwei Parameter nicht bedacht werden. Und zwar, dass man eine gewisse Menge braucht, damit auch ein Effekt da ist. Beispielsweise, du hast, bekommst Vitamin C, 40 Milligramm, ja. Hast aber vorher über deine Ernährung nur auch selbst 40 Milligramm nur konsumiert, ja, da kommst du immer noch nicht über den Schwellenwert, wo es dann halt wirklich erstmal losgeht, ja, und das ist ja mindestens, meines Erachtens, also laut DGE ja schon 110, ja, also, ihr versteht, was ich meine. Des Weiteren, was auch problematisch ist, wenn die Menschen dazu, zu diesen Omega-3 noch sehr viel Omega-6 wieder halt auch essen, ne, ist halt auch wieder schwierig, ja, dann welche Form von Omega-3 haben sie genommen, haben sie direkt EPA oder DHA genommen halt, ne, und dann kommt es auch wieder darauf an, war das Supplement überhaupt sauber, ja, waren da, wenn da Schwermetalle mit drin waren, ja, dann negiert das ja natürlich sofort die ganzen Funktionen, die Omega-3, die EPA und DHA so macht, weil es ja wieder die Enzyme ja blockiert, ja, weil das machen ja Schwermetalle, ja. Die gehen ins katalytische Zentrum quasi rein, ja. Also es ist für mich sehr, sehr schwierig, an so Studienlagen so anzugehen, weil das Omega-3 auch gerade das, wenn man es auch nur erhitzt, ja, dann geht es ja sofort von der Cis- in die Transstellung, ja, auch rein. Oder an der Luft wird es ja auch oxidiert. Vielleicht ist es das Öl, was sie verwendet haben, auch eine extrem schlechte Qualität, weil es sofort oxidiert hat. Es gibt so viele Faktoren, die damit reinspielen, ja. Von daher an meine Thematik hier ganz klar viel besser, die Biochemie einfach zu verstehen. Was das wirklich alles macht, dieser Stoff, und das ist Wahnsinn. Also, schön, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Ich denke, du konntest wieder sehr viel lernen. Das war wirklich nur ein kleiner Teil, einen kleinen Ausschnitt wollte ich dir einmal mal geben, von dem, was Omega-Fettsäuren für uns eigentlich machen, für unsere Gesundheit wirklich bedeuten. Und da bin ich wirklich sehr angetan einfach auch davon. Und ich nehme sie schon seit wirklich vielen Jahren und ich habe mich auch viel damit beschäftigt. Ich kann vielleicht noch mal 2, 3 Videos dazu machen. Ich habe wirklich sehr, sehr viel Wissen dazu angeeignet, weil ich früh realisiert habe, wie wichtig das einfach ist. Ja. Also sehr gerne könnt ihr auf purazell.de vorbeischauen. Da habt ihr auf jeden Fall auch ein sauberes. Ja, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ja. Viel Spaß damit. Würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Ciao.